Daran können Sie sich noch alle erinnern. Im März in Dortmund, der Kampf von Felix Sturm und Fat Comedy kommt und knallt Oliver Pocher eine vor allen Zuschauern. Ja, und Oliver Pocher, der hat jetzt, ich würde sagen, gestrichen die Schnauze voll. Er geht nicht nur gegen die Ohrfeige vor, er will, dass Fat Comedy richtig sein Fett wegbekommt und ja, zieht sich die Justizbandagen an. Er will ihm nämlich den Mund verbieten lassen. Also genug für Pocher, der jetzt Schluss mit lustig macht. Nach monatelangen Verbalattacken und der öffentlichen Ohrfeige von Fat Comedy kommt die nächste Justizattacke des Pocher-Lagers. Und die hat's in sich. Mit einer mehrseitigen Unterlassungserklärung will Oliver Pocher Fat Comedy verbieten, sich weiter über ihn lustig zu machen und den Fall über die sozialen Medien auszuschlachten.